Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück. 7 Days to Die PlayStation 5. Wir sind ein bisschen unterwegs. Ja, ich fahre immer ganz gerne. Es gibt eine, ja, ich nenne es immer ganz gerne Bonzen-Gegend hier. Also es gibt so eine Siedlung mit drei Häusern. Da gehe ich immer sehr gerne looten. Das lohnt sich hier immer sehr, finde ich. Hier sind natürlich einige Zombies jetzt. Die müssen wir erstmal beseitigen. Aber das sollte kein Problem geben. Oder doch vielleicht, mal gucken. So. Na. Zack, die haben wir auch erwischt. Zack. So, hier ist noch einer. Ja, der ist auch hinüber. Die bleiben einfach an meinem Moped kleben, ist auch gut. Zack, zack, zack. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ne, ich dachte, da kriegt. Alter, da ist gerade ein Bär reingelaufen. Okay. Der Bär räumt jetzt erstmal da drin ein bisschen auf. Das finde ich auch in Ordnung. Alter, wie das klingt. Wow. Wow. Wow, wow, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell aufs Moped, wo ist das scheiß Moped? Alter! Wow, okay, er ist tot. Geil! Wir haben ihn gekillt auf jeden Fall. Obwohl er sich von hinten irgendwie an uns rangeschlichen hat. Jawohl, es ist auch noch ein richtiger Bär, den man eben, ja, von dem man Fleisch kriegt. Es gibt ja tatsächlich auch diese Zombie-Bären. Da kriegt man, glaube ich, nur verrottetes Fleisch, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt habe ich hier ein bisschen. So, den haben wir auch. Jo, ich habe nur einen Schuss. Gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Munition mitnehmen sollen. Aber was soll's. Wir haben hier gleich alles schön gesäubert. Dann müssen wir halt nur hoffen, dass wir entweder Munition finden. Oder es keine Zombies mehr leben, wenn sie anfangen zu rennen, also um 22 Uhr. Jo. Ich hätte doch vielleicht den Knüppel mitnehmen sollen. Ich habe mich vorhin als überlegt, da fehlt mir unten ein Platz, der noch nicht belegt ist. Was denn da drinne war. Und Freunde, es war auf jeden Fall ein Knüppel. Den haben wir gleich. Oder auch nicht. Aber ist nicht schlimm. Alternativ, wir haben noch unser Messer. Wow, Alter. Ich bin gelähmt. Was ist denn los mit dir? Hier treibt sich auch noch einer rum. Er will mich mit seinem Krüppelärmchen da. Er hat mich auch noch mit seinem Krüppelärmchen geschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Sehr gut. Also wie gesagt, hier war jetzt noch einer. Den killen wir jetzt auch noch schnell. Und dann müsste das eigentlich. Leute, 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 trifft doch mal. Sehr schön. So, ich denke,
Am besten wäre es natürlich, wenn jetzt irgendeiner von denen hier schön die Muni dabei hat, die wir brauchen, also sprich die Pistolenmunition. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ich soll mal gucken. Schon mal ein Bücherregal, das ist doch schon mal in Ordnung. Ist gar nichts drin, okay. Also da wird höchstwahrscheinlich, ich gucke jetzt erstmal nach ein bisschen Pistolenmunition. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. So. Vielleicht haben wir Glück und hier ist irgendwas drin. Jetzt schon. Geht es hier nicht eigentlich nur irgendwie hoch oder runter irgendwo? Scheinbar nicht. Immer mal in den Pools nachschauen, Freunde. Na, hier liegt nämlich meistens so ein Fridolin drinne oder eben ein Safe, den man knacken kann. Gut, der hat leider keine Muni dabei. Jetzt ist Nacht, jetzt ist eh zu spät. Wir hoffen, dass keine Zombies mehr hier leben. Weil wir haben sonst ein richtiges Problem. Weil wir eben keine gescheite Waffe haben, beziehungsweise keine Munition. Außer die Armbrust und das ist, ja, nicht ganz so cool eigentlich mit der Armbrust, wenn Zombies rennen. Knüppel wäre jetzt auch nicht schlecht zu. Okay, meinem Typ ist auf jeden Fall kalt. Jetzt mal ganz mutig, wie ich bin, gehe ich hier rein. Ist auch irgendwas drin. Mit Sicherheit hier in dieser Küche. Oder? Hä, wo sind die denn? Alter, ich habe ein bisschen Respekt. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen Schiss oder so. Einfach nur ein bisschen Respekt vor der Situation gerade. Super. Da ist nur Maismehl drin. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Warte mal, vielleicht hier in dem Klo. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Komm her, Junge. Dich mach ich weg hier. Sage ich ja. So eine macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber ich sag mal so, wenn jetzt noch mehrere kommen würden, das wäre auf jeden Fall nicht ganz so schön. Deswegen, wir brauchen dringend Munition. 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 Hier war, glaube ich, der Bär drin. Der hat hier ganz schön gewütet. Gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo ein bisschen Munition für mich rumliegen, Freunde. Hier ist auch nur Müll. Auch nichts drin, keine Munition. Munition, ne? Vielleicht hier, was glaube ich auch nicht. Hier, der Benjamin hat was dabei. Nee, hat er nicht. Schade, schade.
Ich habe ja wirklich Hoffnung, dass vielleicht irgendwie in der Toilette oder sowas wirklich Munition zu finden ist oder in irgendeiner Leiche oder so. Also müssen wir wirklich mal gucken. Aber ihr seht, hier macht das Looten eigentlich schon Sinn. Wenn man nicht gerade andere Sorgen hat, Munitionssorgen, dann hast du was dabei. Jawohl, 36 Schuss, das ist doch schon mal ein Anfang. Damit lässt es sich erstmal, sage ich jetzt mal, ein bisschen entspannter spielen, wenn man weiß, man hat ein paar Schuss übrig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das lesen wir jetzt erstmal. Das verwerten, das. Das fallen lassen. Das. Ja, gut, scheiß drauf. 36 Holz ist jetzt auch nicht so die Menge. Verrottetes Fleisch. Verwerten, fallen lassen. So. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Und jetzt gucken wir mal, was hier Schönes gibt zu looten. Da gibt es nichts. Da gibt es so einen komischen Becher und hier unten waren wir schon dran. Sehr gut. Dann gehen wir hier mal gucken. Eine Mütze. Eine Mütze. Schießpulver, gut, okay. Habe ich denn Antibiotika? Nee, wohne ich auch nicht. Eieiei. Hier waren wir auch schon überall dran. Sehr gut. Da geht's raus. Hier. Ja, ich kann mich gerne daran erinnern, dass wir das eben gelootet haben. Aber okay. Vielleicht ist ja hier irgendwo Honig drin, ne? Gut, das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Egal. Wir gucken jetzt einfach mal. Das haben wir gelootet. Das haben wir auch gelootet. Gucken wir einfach mal hier in den Leichen. Vielleicht haben die was. Schon sind wir wieder voll. Gut, der Bär hat halt einfach so viel Muni verschlungen, sage ich jetzt einfach mal. Der hat halt extrem viel ausgehalten. So, gucken. Das will ich behalten. Das auch. Das. Das. Ja gut, der Rest ist mir eigentlich. Den Poncho will ich eigentlich auch behalten. So. Hier da bestimmt noch irgendjemand ein bisschen Munition für mich übrig. Das kann doch nicht angehen, dass hier keiner von den Zombies. Wir sind hier schließlich in Amerika. Oder das spielt ja zumindest, soll fiktiv höchstwahrscheinlich in Amerika spielen. Da wird doch irgendeiner hier mit ein bisschen Munition rumgelatscht sein. Bevor er zum Zombie wurde oder nicht. Da, aber das war auf jeden Fall nicht die Munition, die wir brauchen. Gibt's doch gar nicht. Hätte ich jetzt die AK dabei, na gut, dann hätte ich auch nur 32 Schuss. Ja, also schwierig, 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 schwierig. Aber ist nicht schlimm. Die Munition packe ich jetzt mal in mein Moped. Da müssen wir jetzt einfach sehr, sehr, sehr sparsam einfach damit sein. So, das sortieren wir uns mal. Gut, der Rest ist mir eigentlich egal, also ich würde davon auch alles wegschmeißen. Den hatten wir nicht, den Kollegen. Da ist nix, da auch nicht. Auch nichts drin. Leute, 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 jetzt hier aber, auf diesem Dachboden. Der Günther hat was dabei. Ja, 24 Schuss, sage ich ja. Super. Gut, da ist es nur ein bisschen.
Pistoli Tali, aber hier geht's ja noch weiter. So. Knüppel, was macht denn der für Schaden? 23 und mein Knife 21. Ja. Das verwerten wir. Das schmeißen wir weg. Das schmeißen wir weg. Hier den Scheiß mache ich auch weg. Scheiße, das hätte ich verwerten können. Ist egal. Dann nehmen wir uns den Knüppel mit. So. Schauen wir weiter. Hier wird jetzt bestimmt ein bisschen Munition drin sein. Freunde, betet für uns oder für mich vielmehr, dass hier ein bisschen was drin ist an Munition. Das gibt's nicht. Falsche Munition. Aber hier ist ein Jagdgewehr. Geil. Ein komplettes, vollständiges Jagdgewehr ist hier drin. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier schon mal hinzugehen. So, Küchen loote ich immer nicht so gerne. Waren wir hier schon drin? Ach ja, hier waren wir vorhin schon mal drin. Und hier waren wir auch, glaube ich, hier hinten in dem Pool, ne? Ja, da war ja der Gustav. Genau. Das heißt, wir können jetzt nochmal schnell hier alles ausleeren. So, das. Das Jagdgewehr schmeißen wir da rein. Das verwerten wir. Das auch. Das auch. Ja, können wir es erstmal lassen. Jetzt gehen wir hier nochmal gucken, in dem letzten Haus. Okay, da ist auf jeden Fall irgendwas drin, ne? Jetzt gedacht, das kam von da oben. Das Ding da kaputt Alter! Wo kamen sie denn jetzt her? Yo! Der Bruce Lee hier. Komm her, Junge. Komm her. Obwohl, der ist so langsam, den kann ich eigentlich hier mit. Gut, man muss halt auch treffen. Oh, Alter, was ist denn los mit dir? Ich habe ihn getroffen und... Jawohl, da liegt er jetzt erstmal auf dem Boden. So, schön von hinten in den Rücken. Das streckt erstmal jeden Zombie nieder. Ja, es war ein bisschen hoch. Ein bisschen tiefer. Jawohl, der hat auf jeden Fall getroffen. Kommt jetzt auch hierher. Jawohl, da kommt der angerannt. Der Fridolin. Zack. Alter, ich habe ihn noch getroffen. Was ist denn los mit dir? Mach dich weg. Der rennt auf jeden Fall. Mach dich weg. Das geht doch. So. Ist ja nicht gerade was runtergefallen. Also hier scheinen noch ein paar Zombies irgendwie zu hausen. Da müssen wir gleich mal gucken.
Irgendwo läuft irgendwas irgendwo gegen. Wenn man immer so wüsste, wo, ne? Ich könnte. Da war was. Da läuft was. Grüß dich. Grüß dich. Zack. Das war ein schöner Kill. So, jetzt scheint es hier relativ ruhig geworden zu sein. Gut, einmal schieße ich jetzt noch gegen. Okay, gut, das ist jetzt noch das Zimmer. Das bringt uns wenig, weil wir da schon reingeschaut hatten. Was ist denn hier noch? Da hinten. Gut, ich meine, wenn er jetzt nur kriegt, soll mir das auch egal sein. Den können wir auf jeden Fall easy peasy killen. Ich bin gejagt. Hier ist noch der Bruce auf jeden Fall. Und ein Safe zum Knacken. Wir lassen uns von diesem Gejagt jetzt einfach mal nicht aus der Fassung bringen. Schauen erstmal, was hier drin ist. Geil, Papier. Ach ja, hier kommt man ja nicht raus. Oh. Oh. Uiuiui. Warum kannst. Wo bist du denn? So. Sie denkt, sie kann sich hier von hinten anschleichen. Das Aale biest. Ups. So, die ist hinüber. Hier war noch einer, ne? Irgendwo. Oder auch nicht. Wir gehen einfach hier rein, Freunde. Ballern alles weg, was uns in die Quere kommt. Das ist mit Sicherheit hier oben irgendwo. Hier ist er doch, Mensch. So. Und ich glaube, die anderen Zombies, die jetzt hier nur existieren, die können nur kriechen. Von daher. So. Hier nochmal schnell reinschauen, was uns hier drinnen erwartet. Alter, okay. Das ist natürlich jetzt einiges. Da müssen wir auch einiges erstmal beseitigen. Dass wir da ein bisschen Platz haben. Zack, das hat gereicht. Jawohl. Jagdmesser kann man immer gebrauchen. Und was war das andere hier? Ach, der hat mich gar nicht gesehen hier. Ja, komm mal hierher. Ja, kommst du hierher? Ja, komm hierher. Ja, ein ganz feiner Wischte. Sehr schick. Ja, scheiße. Achso, doch, ich komme hier durch. Okay. Manchmal backt das dann so hässlich, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Hier müssen wir auch gucken. Hier lag auch noch mal so ein Bruce drinne.
Moin, na? Ist fresh. Boah, ey, wo kommt die denn her? Wie kann das denn sein, dass von da jetzt jemand kam? Hier ist doch gar nichts mehr. Wo soll die denn hergekommen sein? Verstehe ich nicht, Freunde. Ja, komm her, Junge. Baller dich ab. Ist ja wenigstens was Gutes dabei, wenn du mich schon Munition kostest. Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Da ist auch nur Rotz drin, das lassen wir da. So. Hier unten. Hier nochmal schnell gucken. Oh. So, hier gab es doch noch irgendwo, das habe ich doch schon von draußen gesehen. Hier gab es irgendwo eine Leiter zum Hochgehen. Was gibt's hier? Kein Bücherregal. Oh. Lederbrustpanzer und Eisenbeinschienen. Irgendwo war doch hier eine Leiter. Oder sah das nur so aus? Verwerten wir. Ich habe es doch gesehen von draußen. Irgendwo gab es doch hier so eine Metallleiter oder so. Das sah so aus. Was hier. Okay. Hier geht es wahrscheinlich raus. Nee. Oh, hier ist noch ein Safe, Freunde. Aber hier geht es nirgendwo hoch. Ich weiß gar nicht, was ich da gesehen habe. Geil, Papier. Das ist natürlich auch mega gut, dass ich das jetzt gefunden habe. Da hat sich die Loot-Tour richtig gelohnt mit dem Papier. Joa. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Gibt es halt auch nirgendwo irgendwo eine Öffnung. Wenn, dann kann es ja auch nur hier unten gewesen sein. Komisch. Bin ich denn lang gelatscht? Ich glaube, ich bin ja hier rüber gesprungen. Das heißt, es muss irgendwo hier an so einer Wand gewesen sein, die Leiter. Aber vielleicht habe ich das mich auch einfach... Vielleicht mich nur verguckt. Manchmal frage ich mich auch, warum denn hier solche Special-Dinger sind, ne? Dahinter ist ja nichts. Oder? Ne. Da komme ich dann quasi... Ja, ist halt hier so. Gibt es ja bestimmt auch. Gibt es hier keine Garage? Oh, guck mal, der hat auf jeden Fall am wenigsten Geld. Weil der keine Garage hat. Der Arme. Also, ich finde die Häuser hier schon teilweise wirklich richtig geil. Muss schon sagen, die sehen schon echt nobel aus. Ich glaube, ich würde mir das hier als Base holen. Wenn ich mir so eins holen würde. Das finde ich optisch ziemlich schick. Und der Garage hier so in der Seite. Das sieht schon nice aus. Hier ist ja die Garage schon so groß wie meine Base quasi. Also das will ich mir dann wahrscheinlich nicht holen. Joa. Das war's jetzt erstmal wieder. Vielen Dank, dass ihr mich auf meiner Loot-Tour ja, begleitet habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Natürlich. Like, wenn euch das Video gefallen hat und einen Kommentar für irgendwelche Vorschläge, was ich besser machen kann oder wenn ihr Tipps habt für mich vielleicht noch.
dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, was ist jetzt erstmal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bleibt gesund. Tschüss, bis dann.